wenn ich einen Trail baue, der einfach stinklangweilig ist, dann werden das vielleicht 10-20% fahren und der Rest sucht sich halt irgendwo anders was, was ihn anspricht. Was mich selbst überrascht hat, teilweise haben wir auf Seiten der Jagd zum Beispiel, die Jagdpächter, haben wir Leute gehabt, da haben wir fast offene Türen eingerannt, die haben gesagt, jawohl, das machen wir, können wir nachvollziehen. Und auf der anderen Seite hatten wir tatsächlich auch teilweise heftigen Gegenwind aus der Bike-Community. Man gibt ein bisschen was auf vielleicht, ja, durch legale Trails, gewinnt aber sehr viel. Die Bergkette, die ihr hier gerade seht, das ist der Hahnenkamm in Alzenau, im nordwestlichsten Zipfel Bayerns. Und obwohl der Hahnenkamm wie ein ganz normales Stück Mittelgebirge aussieht, trägt er eine Art Geheimnis in sich. Und zwar eines der am schönsten umgesetzten, nicht kommerziellen Trail-Konzepte in Deutschland. Und da nehmen wir euch heute mal mit hin und versuchen mit Hilfe der Experten vor Ort, das Thema Trail-Legalisierung ein bisschen zugänglicher zu machen. Wir sind gerade schon auf dem Weg mitten in das Trail-Netzwerk hinein. Vor uns fahren Manuel Börner, er ist unser Kontaktmann bei den sogenannten Kamm-Trails, und sein Kollege Sebastian Herbert. Er ist ebenfalls Teil des Gründungsteams und begleitet das Projekt von Anfang an. Wir sind jetzt gerade hier hochgefahren im Auto. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren im Wald. Wo befinden wir uns hier gerade auf der Karte? Wir befinden uns jetzt hier. Das ist einer unserer Parkplatzpunkte. Wir haben zur besseren Orientierung den Mountainbikern im Endeffekt halt so kleine Parkplatzpunkte eingespielt hier in die Karte, dass man sagen kann, okay, wir fahren da hin und von da aus kann man eine Tour starten. Okay. Wir sind jetzt am südlichsten Ende unserer Mountainbike-Touren-Möglichkeiten der Anlage. Ja, was ihr da auf der Karte habt erkennen können, stimmt tatsächlich. Die Kamm-Trails, das sind ganze 6 Strecken mit verschiedensten Charakteristiken für die verschiedensten Skill-Level. Dazu ein stimmiges Naturschutzkonzept, ein Premium-Pump-Track haben sie auch noch vor der Haustür und wie Sebastian schon gesagt hat, hier wurde wirklich alles mit bedacht und sogar für verschiedenste Parkmöglichkeiten gesorgt, um Anwohner und andere Waldnutzende zu entlasten. Aber beginnen wir ganz am Anfang. Als erstes habe ich mich natürlich dafür interessiert, wie lange es das Projekt schon gibt. Angefangen haben wir mit der ganzen Genehmigungsgeschichte tatsächlich 2018. Okay. Und das hat sich 2 Jahre circa hingezogen. Ja. Ging relativ schnell. Vergleich anderswo dauert es wesentlich länger. Ja. Und dann halt eben noch mal knapp 2 Jahre, bis alle 6 Trails fertig waren. Insgesamt 4 Jahre war man also dort bis zur Fertigstellung beschäftigt. Wahnsinn, oder? Dabei wäre das Projekt vielleicht in eine ganz andere Richtung gegangen, hätte man nicht frühzeitig mit dem DAV Aschaffenburg einen starken Partner gefunden. Es war aber damals halt eben die Frage, wie macht man das, wie stellt man sich auf? Die Stadt selbst hat ja niemanden für die Trailpflege, also müsste man jemanden haben, der hinten dran steht, der DAV. War zu Gesprächen bereit und hat sich dann positiv da eben geäußert, dass wir verstehen uns, also ich bin Mitglied im Vorstand in Aschaffenburg und wir verstehen uns ja als Natursportverband auch. Ja. Und dementsprechend war es ein Anliegen, dass wir gerade im Mittelgebirge Möglichkeit schaffen, Sport zu betreiben, Klettern, Mountainbiken, Wandern. Ja. Und von daher bot sich an, eine Trägerschaft zu übernehmen. Das ist Karl-Heinz Brosig. Er ist der 2. Vorsitzende der DAV-Sektion Aschaffenburg. Die sind der sogenannte Träger der Kamm-Trails. Der Träger, das ist vereinfacht gesagt der Betreiber eines Projektes. Und im Zweifelsfall ist das die Organisation, die die Verantwortung trägt, Instandhaltung koordiniert und dafür gerade stehen muss, wenn etwas schief läuft. Und in dem Zusammenhang kommt auch das ganze Thema Haftung mit ins Spiel. Theoretisch können auch Gemeinden die Trägerschaft übernehmen, aber wie euch Karl-Heinz gleich erklären wird, gibt es einfach Vorteile, wenn der Träger jemand vom Fach ist. Du brauchst immer die Leute, die Know-how haben, die wissen, so will ich es haben, die selber fahren. Was macht und Spaß. Du brauchst Kompetenz vor Ort. Aber lasst uns noch mal kurz über das Thema Haftung sprechen. Viele Waldbesitzer fürchten sich unter anderem vor illegalen Trails auf ihrem Grund, weil sie befürchten, für etwaige Unfälle Haftung tragen zu müssen. Ist das denn grundsätzlich so? Ist schwierig. Also sag mal so, es wird oft überbewertet. Ja. Denn tatsächlich begibt sich jeder, der in den Wald fährt, auf einem offiziellen Weg, begibt sich auf eigene Gefahr in den Wald. Ja. Und wenn er stürzt, ist er nur selbst für sich verantwortlich. Mhm. Und auch wenn jetzt ein Baum umkippt, es gibt waldtypische Gefahren. Ja. Und diese waldtypischen Gefahren, mit denen musst du rechnen. Mhm. Insofern wird die Haftungsfrage immer ein bisschen hochgehängt. Es gibt keinen einzigen Fall in der Rechtsprechung, wo tatsächlich der Waldbesitzer verantwortlich gemacht wird dafür, dass jemand stürzt. Ja. Also da muss man den Ball auch ein bisschen flach halten. Nichtsdestotrotz muss man im Rahmen eines Legalisierungsprojektes die Frage,
wer unter Umständen Haftung trägt, natürlich klären. Theoretisch können Gemeinden dies über ihre Versicherung machen, genauso gut ist es aber möglich über einen Verein, so wie das bei den Chemtrails gelöst wurde. Die Gemeinde kommt als Ansprechpartner und potenzieller Versicherungsnehmer bzw. Betreiber praktisch nur dann in Frage, wenn ihr der betreffende Grund und Boden auch gehört. Grundsätzlich ist es bei Legalisierungsprojekten immer sinnvoll zu versuchen, Waldgebiete zu finden, die nur einen Besitzer haben. Einfach, weil man sich dadurch die Kommunikation und Verhandlungen mindestens halbiert. Das ist auch so der Fall in Alzenau. Ja, das war im Vorfeld ganz klar kommuniziert, dass wir, um das zu vereinfachen, die Trails auf städtischem Grund und Boden anlegen. Das ist Matthias Braun. Er ist Förster in Alzenau und kennt die Köpfe hinter den Chemtrails seit deren Jugendtagen. Also ich meine, wir haben seit 2011 circa Gespräche geführt. Das war halt zu einer Zeit, da war die Zeit noch nicht reif dafür, sage ich mal. Hat dann ein bisschen so vor sich hingeköchelt, ist dann wieder mal abgerissen. Und dann ist das eben 2017, 2018 ist das wieder aktuell geworden. Und dann ist die Stadt tatsächlich auch mit auf uns zugekommen und hat gesagt, wir haben uns nochmal unterhalten, wie sieht es denn aus? Ja. Da haben wir natürlich gesagt, ja. Trotzdem bedeutet Offenheit von beiden Seiten noch lange kein erfolgreiches Trailprojekt. Die Leute müssen halt eben Bock haben da drauf und das ist auch so ein Punkt. Wenn ich jetzt legale Trails anlegen möchte und die sollen Erfolg haben, das gibt ja verschiedene Beispiele, auch hier ganz nicht so weit weg. Wenn ich einen Trail baue, der einfach stinklangweilig ist, dann werden das vielleicht 10-20% fahren und der Rest sucht sich halt irgendwo anders was ihn anspricht. Und dann kann ich mir die Arbeit im Endeffekt auch sparen. Wie läuft es, wenn ich, sagen wir mal, 16 bin und ich bin mit meinen Freunden regelmäßig im Wald und wir versuchen irgendwas auf die Beine zu stellen? An wen kann man sich zuerst wenden? Ist es die Stadt? Wendet man sich an den Forst? Im Grunde geht es immer um den Besitzer des Grundstücks. Ja. Das ist ganz klar. Wenn die Stadt oder die Kommune der Besitzer ist oder der Staat, dann sind die jeweils die Ansprechpartner. Wenn das jetzt ein Privatbesitzer wäre, was selten der Fall ist, da gibt es ja oft kleine Stücke, die dann vergeben werden, dann wird es schwierig. Außer es hätte jemand einen Wald, dann könnte der sagen, okay, wir machen einen Deal. Aber du brauchst zunächst mal den Besitzer des Grundes, das ist ganz klar, das ist der Ansprechpartner. Und alles Weitere kommt hinterher. Ein ganz wichtiger Schritt ist, glaube ich, auch, sich erstmal zu organisieren. Also wenn ich als Einzelperson an die Stadt, an den Waldbesitzer herantrete, werde ich nicht weit kommen, weil dann bin ich eine Flamme, die eigentlich keinen interessiert. Es macht immer Sinn, sich in der Gruppe zu organisieren, sich auch dementsprechend zu vernetzen mit Vereinen, sich vielleicht einen möglichen Träger rauszusuchen und mit dem Ganzen mal eine Idee zu erarbeiten, dass ich auch mit einem gewissen Ziel, mit einer gewissen Vorstellung an die Sache herangehe und dann auch den Besitzer, die Stadt, den Forst, wie auch immer, ansprechen kann, weil ich dann auch sagen kann, wo soll die Reise hingehen, dass ich wirklich ein Konzept hinlegen kann. Wir haben damals wirklich eine Konzeptmappe erarbeitet, wo wir dann auch an den Alpenverein rangegangen sind, weil auch da muss man das Ganze vorstellen. Auch wenn ich an einen Verein herandrehe, muss ich denen erklären, was ich eigentlich als Absicht plane, wo ich hin möchte und das Ganze sauber vorstellen und somit auch, wie es vorhin schon beschrieben wurde, die ganzen Stakeholder abholen kann, denen erklären können, was ich machen möchte, wo ich hin möchte und wie das auch in Schritten vorgehen soll, dass ich wirklich ein Konzept habe von A bis Z. Aber ich denke auch bei der ganzen Genehmigung ist es ganz wichtig, dass es ein offener Prozess ist. Also es ist nicht nur der Grundstückseigentümer und die Fahrrad-Community, sondern es sind auch die anderen Nutzer des Waldes, die Jäger, die Wanderer, die man in das Konzept mit einbinden muss, schon im Vorfeld, wenn man eine klare Vorstellung hat und sagt, da soll es lang gehen und die Leute sind nicht involviert in das ganze Geschehen, wird es schwierig, sondern das muss letztendlich eine Diskussion sein, die man mit den Leuten schon im Vorfeld führen kann, dass sie sich wahrgenommen fühlen und dass die eben auch, sagen wir mal, das mittragen. Richtig. Am Ende müssen alle happy sein. Genau, ja eben. Meiner Meinung nach haben die Jungs gerade einige der wichtigsten und zentralsten Tipps gegeben. Kommunikation ist einfach alles. Je früher, desto besser. Je besser vorbereitet, desto besser. Und je mehr Leute sich am Ende wahr und mit ihren Sorgen ernst genommen fühlen, desto mehr Erfolg kann so ein Projekt haben. Trotzdem, erzählt Sebastian, muss man sich doch immer mal wieder sehr wundern. Was mich selbst überrascht hat, teilweise haben wir auf Seiten der Jagd zum Beispiel, die Jagdpächter, haben wir Leute gehabt, da haben wir fast offene Türen eingerannt. Die haben gesagt, jawohl, das machen wir, können wir nachvollziehen. Und auf der anderen Seite hatten wir tatsächlich auch teilweise heftigen Gegenwind aus der Bike-Community. Um ehrlich zu sein, ich habe nicht weiter nachgefragt, weshalb es den Gegenwind von der Community gab. Ich kann es mir aber vorstellen.
Wie vorhin schon angesprochen, sind in der Vergangenheit zu viele legale Trailprojekte eine zu große Enttäuschung für zu viele Bikende geworden. Dem ist hier nicht so. Im Gegenteil, die vielen positiven Erfahrungsberichte, die ich von vielen Seiten über die Camtrails gehört habe, waren mit einer der Gründe, weshalb ich unbedingt mal hierher wollte. Selbst im Internet, das sonst nicht unbedingt immer als furchtbar netter Ort bekannt ist, wird unter vielen Videos von den Trails eigentlich nur gelobt. So ist es auch bei Jordan Hugo. Er ist YouTuber und nennt die Camtrails seinen Homespot. Dankenswerterweise hat er uns für dieses Video einen Haufen Material zur Verfügung gestellt. Im Winter darf man hier nämlich eigentlich nicht auf den Trails fahren. Trail und Naturschutz. Also danke dir, Jordan. Und wenn ihr bei uns schon ein Abo dagelassen habt, dann schaut doch auch mal bei ihm vorbei. Der Mann weiß, wie man Rad fährt. Wie hat sich das mit den illegalen oder wie auch immer gearteten Trails hier weiterentwickelt, nachdem die offiziellen, gibt es noch Bauvorhaben? Ein Rest von Unbekehrbaren, die immer noch querfeldein fahren. Das ist einfach so, speziell auch in der Zeit, wo natürlich die Trails gesperrt sind, sucht man sich andere Betätigungsfelder oder andere Strecken. Aber es hat extrem abgenommen. Das war auch überraschend für uns. Also wir haben am Anfang da auch kontrovers diskutiert, aber wir waren tatsächlich auch am Anfang skeptisch, aber ich denke, die illegalen Trails sind weitgehend verschwunden. Man merkt jetzt halt, dass immer wieder mal Abkürzungen gefahren werden, mal was ausprobiert wird, aber das ist nicht von Dauer. Also das wird sich, denke ich, jetzt auch, wenn die Trails wieder offen sind, wieder zurückentwickeln. Also wir sind positiv überrascht. Und von dem Erfolg hier in Alzenau profitiert auch die gesamte Umgebung. Hier in der Region ist es schon so, dass jetzt in Folge von Alzenau einige weitere Projekte am Anlaufen sind oder teilweise schon realisiert sind. Teilweise auch mit geringerem Vorlauf, weil einfach doch jetzt schon ein bisschen mehr Know-how in den Köpfen ist und ein Dialog stattgefunden hat und so langsam, glaube ich, auch eine Einsicht wächst, dass wenn alle an einen Strang ziehen, allen gedient ist. Und es gab einige jetzt im Nachbarort, wo es relativ schnell ging, wo man einfach sieht, es könnte eine gewisse Normalität sich ergeben, dass einfach die Stakeholder, wie man so neudeutsch sagt, zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Ja, und zu den Stakeholdern, also alle, die irgendwie von dem Projekt betroffen sind, gehört natürlich auch der Naturschutz. Wir haben letztens schon mal ein Video gemacht, in dem ich mich mit dem Einfluss von Mountainbiken auf die Natur auseinandergesetzt habe. Und da hat mich natürlich interessiert, zu welchem Maße man sich da hier Gedanken gemacht hat. Ohne den Naturschutz wird es natürlich in keinster Weise funktionieren. Das ist ganz klar. Das ist Fakt, dass solche Anlagen, die man abseits der Wege anlegt, grundsätzlich nur mit Zustimmung des Naturschutzes gehen. Und alle Strecken werden da auch sehr genau dahingehend untersucht, ob es da naturschutzrelevante Faktoren gibt, ob Ameisenhaufen, Spechthöhlen etc. pp. Da vorliegen, dass man einfach andere Strecken dann wählt. Und das haben wir auch teilweise jetzt schon wieder verändert, weil sich Gegebenheiten ergeben haben, wo jetzt Spechtbäume zum Beispiel da waren, die umsturzgefährdet waren, wo wir gesagt haben, wir legen den Trail jetzt um, um einfach diese Biotope zu erhalten. Und das wird natürlich in vielen Fällen eben auch ein Ausschlussfaktor sein, dass man durch Bereiche durchgeht, wo Schutzwälder sind oder einfach Gegebenheiten da sind, die das Ganze unmöglich machen. Ja. Aber ohne die Einschätzung des Naturschutzes wird in keinem Fall so ein Trail angelegt werden können. Und das habt ihr dann Hand in Hand sozusagen hier auch angelegt? Ja, wir waren mit den Behörden natürlich vor Ort und haben dann eben auch die Strecken nochmal alle begangen, dokumentiert. Und das wird auch jährlich zweimal wiederholt, wo man einfach diese Maßnahmen dann einfach überprüft. Und ich meine, das ist auch widerruflich, wenn es jetzt größere Schäden geben würde, kann natürlich auch sein, dass die Behörde sagt, okay, in dem Fall ist es jetzt über das normale Maß hinaus und dann muss man also auch eine Alternative suchen. Das ist nicht in Stein gemeißelt, das wird immer wieder auch überprüft werden müssen. Und ganz ehrlich, genau so sollte es sein. Naturschutz, yes please, aber eben kombiniert mit gesundem Pragmatismus den Mountainbikern gegenüber. Und nachdem wir uns so ausgiebig unterhalten hatten, war uns allen dann doch irgendwann ziemlich kalt geworden. Also ging es nochmal ab in die warmen Autos und nochmal zu einem anderen Trail. Und was soll ich sagen? Es juckt einem gehörig in den Fingern, das Rad auszupacken. Bevor es aber dazu kommen konnte, musste ich der versammelten Gruppe aber noch eine Frage stellen. Für euch alle, die jetzt vielleicht auch Lust bekommen haben, sich zu engagieren. Und zwar, was wurde am Hahnenkamm besonders gut gelöst? Was können andere Projekte von diesem hier lernen? Und auch wenn man es mir vielleicht nicht ansieht, vor allem Sebastians Antwort, hatte mir echt nochmal einen Schalter umgelegt. Kommunikation wäre noch ein wichtiger Punkt. Also wirklich, dass man offen kommuniziert und auch sich wirklich die Arbeit macht und die Zeit nimmt, mit wirklich jedem zu sprechen. Also wir haben auch lokal
die Kommunalpolitik bemüht, ne? Weil im Endeffekt ist es ja eine Sache, ich kann mich mit der Verwaltung darauf einigen und die sagt, das machen wir so. Ja. Wenn es aber durch den Gemeinderat oder durch den Stadtrat nicht durchgeht und die sagen, nein, ist mir zu blöd, habe ich keine Ahnung davon, habe ich nichts davon gehört, dann ist das Projekt auch zum Scheitern verurteilt. Und da waren wir also auch bei den Fraktionen, bei den Einzelnen, haben das vorgestellt, bevor es eben zur Entscheidung kam, dass die sauber informiert waren. Das ist also auch ein wichtiger Punkt. Ja, absolut richtig. Für ein Projekt in Dorf und Stadt muss die Lobbyarbeit einfach noch von Hand gemacht werden. Man könnte wahrscheinlich sagen, dass dieser Teil für den Trail wichtiger ist als der erste Spatenstich. Ganz ehrlich, dann bleibt mir nicht viel mehr, als euch allen wahnsinnig zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch euch Zuschauern. Ich glaube, das Thema ist wahnsinnig wichtig für den Mountainbikesport, gerade in dieser Phase. Und ich glaube, das wird auch in den kommenden Jahren uns noch ziemlich intensiv begleiten. Und die Tatsache, dass sich hier vier Leute an einem Werktag Zeit nehmen, um mit uns hier durch den Wald zu laufen und uns zu erzählen, wie man den Sport ein bisschen besser machen kann, das ist schon wirklich ein sehr starkes Stück. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schreibt mal vielleicht in die Kommentare, wie das bei euch daheim geregelt ist. Gibt es bei euch vielleicht schon legale Trails? Seid ihr noch irgendwie illegal unterwegs? Interessiert euch dafür, das vielleicht bei euch daheim auch auf die Reihe zu kriegen? Lasst mich wissen und vielleicht könnt ihr dann davon profitieren, was wir hier heute gehört haben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.